Ja, Harry sagt Hallo und guten Tag. Ihr seht es, ich bin am Flughafen. Und zwar, man muss ja durch diesen ganzen Zauber von wichtigen Sachen durchgehen, durchgeschleust. Und da vorne ist auch schon die Tafel. Und da schauen wir mal. Vorab noch keine Info bekommen, ob da alles pünktlich geht, aber wir werden es gleich sehen. Also entspannt, die Sicherheitskontrolle hat 1,5 Minuten gedauert. Uhr und 7 Minuten ist die Info, wo es lang geht. Also wir haben noch ein bisschen. Also entspannter kann man nicht reisen. Da ist auch oben beim Abflug nichts los gewesen. Wir haben ja nur Handgepäck und insofern mussten wir ja gar nicht jetzt einchecken in dem Sinn. Also schaut euch an, hier ist entspannt. Ja, wir wollen auf die Terrasse gehen. Und da müssen wir da vorne links hoch. Und für die, die es noch nicht wissen, hier ist der Wegweiser für die Terrasse. Kaffee, da gibt es was zu trinken da oben und auch was zu sehen. Hier links rein. So, und hier oben ist richtig was los. Also hier habt ihr eine Bar, Snacks, was zu trinken, Bier, Glas Wein. Und vor allen Dingen, ihr habt hier einen schönen Blick auf das Geschehen. Da kommt gerade eine Maschine von TUI an. Hier seht ihr TUI Fly. Da steht aber auch eine unten rechts. Ja, so sieht es hier oben aus. Auch schönes Wetter, kaum Wind. Ich gehe mal ein paar Meter. So, hier ist nicht Raucher hier oben. Vorne am Aufzug ist Raucher. Obwohl hier auch geraucht wird, wie man sieht. So, ja, und hier steht... Nein, hier steht die Welling-Maschine. So, das war es jetzt hier oben auf der Aussichtsterrasse und ich sage, bis gleich nochmal unten am Flieger. So, das ist sie, unsere Condor, die ist gerade angekommen, also mit pünktlich abfliegen wird es wohl nichts. Wir werden uns wohl auf 20 Minuten Verspätung einstellen müssen. Aber das ist eben so und deswegen ist es ja kein Problem. Jetzt ist der Finger dran. Es tropft auch nirgendwo raus aus der Maschine, also ein gutes Zeichen. Teneriffa da. Da sieht man Teneriffa. Da sieht
man Teneriffa. So. So, dann melde ich mich nochmal. Nein, nicht aus dem Cockpit, sondern hier aus der Reihe 43. Also noch schlimmer wie der geringe Sitzabstand, gefühlte 50 cm. Noch schlimmer ist die Lautstärke. Es ist so laut in diesem, ich glaube, das ist ein uralter Flieger, keine Ahnung. Man versteht kaum sein eigenes Wort, geschweige denn irgendeine Durchsage. Noch kann man auf irgendeinem Bildschirm auch irgendwas erkennen. Und hier, wenn der Sitz zurück ist, ist es auch richtig gut bequem. Also, ich habe ja schon viele Fluglinien erlebt, aber Condor ist somit eine der schlechtesten, die es eigentlich, da war es ja Ryanair noch besser. Und wenn man in Asien mal geflogen ist, auch Inlandsflüge in Asien, da können die sich hier alle 2-3 Scheiben abschneiden. Also im Moment, man kann kaum reden, ich verstehe wirklich kaum das, was ich sage. Also wenn es nicht unbedingt sein muss, aber was will man denn machen? Ja, willkommen in Frankfurt mit einer Dreiviertelstunde Verspätung und Ohrensausen wegen dem Riesenlärm. Also das ist ja gewöhnungsbedürftig, sage ich. So, hier in Frankfurt, jetzt geht es zur S-Bahn und dann geht es auch schon Richtung Innenstadt. Also, alles geklappt. Alles im grünen Bereich. Es ist etwas kühl, es hat geregnet, nieselt ein bisschen, aber ansonsten alles in Ordnung. So, und dann haben wir doch noch ein Lokal gefunden, wo es auch noch was zu trinken gibt. Ja, wir sind ja durstig und wir sind ja noch nicht ganz so müde, deswegen zeige ich euch mal, wo wir hier sind. So, wo wir genau hier sind, kann ich euch gar nicht sagen, aber in der Nähe vom Hotel. Und hier, willkommen im Heliumzimmer, hier haben wir was zu trinken bekommen. So, und damit möchte ich mich jetzt aber auch verabschieden und sage ganz einfach, wir sind in Frankfurt und alles Weitere gibt es dann morgen. Hasta luego.